Einmal ist ein Geschäftsmann zu Chatam Sofer gekommen, einer von den großen jüdischen Gelehrten. Der hat zu Chatam Sofer gesagt: Rebbe, meine Geschäfte laufen nicht so gut. Chatam Sofer hat geantwortet zu diesem Geschäftsmann: ich weiß, der hat sich nicht gewundert. Der hat gesagt: Ich weiß auch, dass dein Bruder ist arm und du hilfst ihm nicht. Dieser Geschäftsmann hat gesagt zu Chatam Sofer: Rebbe, wenn meine Geschäfte wieder gut laufen werden, ich verspreche Sie, dass ich meinem Bruder helfen werde. In dieser Stelle hat Chatam Sofer gesagt, eine unglaubliche große Idee von unserer wöchentlichen Parascha. Chatam Sofer hat gesagt, dieser Geschäftsmann: Meine Lieber, schau mal, was steht in unserer wöchentlichen Parascha, Parashat Vayera. Es steht geschrieben, dass Bekam ani shamati et nakat bnei Israel. Hashem sagt zu Moshe Rabbeinu: Ich habe auch den Schmerzen von jüdischem Volk gehört. Chatam Sofer hat gefragt: Was ist ich habe auch? Bekam ani shamati? Ich habe auch gehört. Wer war noch derjenige, der diese Schmerzen von dieser Sklaverei von jüdischem Volk gehört hat? Wer war? Chatam Sofer hat gesagt: Weißt du, wer war das? Das waren jüdische Volk. Das war jüdische Volk. Wenn die Arbeit und die Sklaverei so schwer war und die haben angefangen zu weinen und zu schreien von dem schmerzhaften Leben, andere Juden haben geschauft auf deren Bruder, obwohl die hatten auch nicht die beste Leben. Die waren auch versklavt wie die anderen. Aber den Schmerzen, welches die andere Jude gehabt hat, die haben das gehört. Und die haben angefangen, zu anderen Juden zu helfen, wie die es machen könnten. Chatam Sofer hat gesagt: Deswegen steht Vegam, ich habe auch gehört. Das heißt, wenn die jüdische Volk das gehört haben, den Schmerzen von anderen Menschen, ich werde auch hören, den Schmerzen von dem ganzen gesamten jüdischen Volk. Und Chatam Sofer hat beendet mit folgender Sache: Mein lieber Jude, ich weiß, es ist nicht so schwer jetzt. Es ist nicht so einfach jetzt zu sagen, deinem Bruder zu helfen. Aber ich bin mir sicher, wenn du deinem Bruder jetzt in deiner schwierigen Situation hilfst, wie jüdische Volk deren Bruder geholfen haben in deren schwierigen Situation, Hashem wird dir auch eine Erlösung schicken.